Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Povrot. Ihr habt mir wieder schön fleißig E-Mails und Nachrichten und eure Geschichten geschrieben und hier unten findet ihr, ganz genau hier, so, da findet ihr die E-Mail-Adresse, unter der du jetzt auch, du genau der zuschaut, wenn du ein Problem hast oder eine tolle Erfolgsstory zu erzählen hast, dann kannst du mir natürlich gerne eine Nachricht schicken. Auf jeden Fall befasst sich das heutige Thema super passend. Ich habe eine geile Nachricht bekommen mit dem Thema Valentinstag. Die einzige Nachricht, die ich bekommen habe, und sie passt einfach wie die Faust aufs Auge und ich bin froh, dass ich sie bekommen habe. Also vielen, vielen Dank. Derjenige, der sie mir geschickt hat, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ich lese euch auf jeden Fall erst einmal die Nachricht vor und danach besprechen wir natürlich wieder das Problem, mit dem sich die Nachricht befasst. Hallo lieber Povrot, hallo liebe Community. Es ist Valentinstag und ich weiß nicht, was ich meiner Freundin schenken soll. Ich habe immer das Gefühl, ich muss immer etwas Teureres und noch Teureres finden, damit sie glücklich ist. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe schon letzten Valentinstag 100 Euro für sie ausgegeben und es ist für mich schwer, immer wieder das zu toppen. Vor allem auch dann zu Geburtstag und zu Weihnachten und jetzt wieder Valentinstag. Was meinst du, Povrot? Lohnt es sich, immer mehr auszugeben und ist es dann überhaupt wert, mit diesem Menschen länger zusammenzubleiben oder geht es ihr vielleicht nur um das Geld? Gute Frage. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich hoffe, die Community kann mir auch helfen. Vielen Dank. Anonym. Der Name wird natürlich nicht verraten, so wie immer. Also, es geht um Valentinstag und es geht darum, dass viele, ich glaube, es ist nicht der Einzige hier, der sich mit dem Problem befasst, dass viele so eine Art Druck haben, dass sie einfach denken, ich muss immer wieder Geschenke toppen. Und da kann ich euch eins sagen und knüpfe damit an das letzte Woche Sonntag, an das fragt den Povrot an, wo ich einfach gesagt habe, ich glaube, es war das letzte oder das vorletzte, Geld ist nicht alles. Leute, überlegt doch mal, was ihr euch selber eher wünscht. Wünscht ihr euch eine Freundin, die euch zu Valentinstag ein Geschenk für 100 Euro macht, sich aber überhaupt nicht um euch kümmern würde? Oder würdet ihr es eher zu schätzen wissen, wenn eine Freundin ein kleines, selbstgebasteltes oder irgendwas Liebevolles für euch macht? Also, dass ihr wirklich das Gefühl habt, hey, Die umwärmt mich, sie ummantelt mich quasi mit ihrer Liebe, mit ihren Emotionen, mit ihren Gefühlen. Ich fühle mich respektiert, sie gibt sich super Mühe. Und da kann ich ganz klar sagen, für mich ist Punkt 2 auf jeden Fall zweifelsohne der viel, viel wertvollere. Also, Valentinstag ist heute, es ist vielleicht noch nicht zu spät, gebt einfach euren Liebsten, also jetzt wenn Frauen zugucken, dann euren Männern, wenn Männer zugucken, euren Frauen, gebt einfach eurem Partner das Gefühl, dass er etwas Besonderes ist. Tut einfach, also hört einfach mal zu, unterhaltet euch intensiv mit dem Partner, gebt euch Mühe, wenn er irgendwas braucht, macht doch irgendwas Besonderes, kauft mal eine Blume, wenn ihr das länger nicht gemacht habt. Wirklich Kleinigkeiten. Ich glaube, auch mit sehr, sehr wenig Geld und mit sehr, sehr lieben Gesten kann man sehr, sehr, sehr viel erreichen. Das gilt eigentlich gar nicht nur in der Partnerschaft und am Valentinstag. Das gilt natürlich auch in einer guten Freundschaft, dass man nicht irgendwie Freunden immer wieder was schenken muss. Das macht man sowieso nicht so häufig, aber es geht wirklich darum, dass man dem anderen das Gefühl gibt, hey, ich bin für dich da und dieses Herz hier, das schlägt genau für dich. Und dieses Gefühl, denke ich, gerade besonders zu Valentinstag, sollte man dem Partner geben. Das Problem ist natürlich am Valentinstag, dass man nicht mit einer Erwartungshaltung, die vielleicht zu hoch ist, daran gehen darf. Denn Erwartungshaltung kann häufig was kaputt machen. Wenn ihr jetzt von eurer Freundin erwartet, oh, die schmeißt sich auf jeden Fall in das geilste Dessous und dann wird sie mich total umgarnen und dann werden wir einen heißen Abend oder was auch immer verbringen. Und wenn ihr gleich sowas erwartet, weil ihr vielleicht hat sie ja mal sowas angedeutet oder so, und dann passiert das nicht, dann werdet ihr enttäuscht. Aber wenn ihr einfach diese Erwartungshaltung nicht habt und euch mehr vielleicht darauf konzentriert, nicht was bekommt ihr, sondern was gebt ihr. Also gebt auf jeden Fall Liebe, gebt ein bisschen Energie und dann werdet ihr auf jeden Fall einen schönen Valentinstag haben. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Interessant ist jetzt natürlich auch, was ihr zum Valentinstag in die Kommentare schreibt. Also was macht ihr mit euren Liebsten? Und da könnt ihr auch natürlich gerne Tipps und Tricks, sag ich mal, austauschen, wie man sich am besten um seinen Partner kümmert.
Und natürlich auch die, die alleine sind, ihr könnt euch trotzdem einen schönen Tag machen. Man kann auch einen Valentinstag für sich selbst machen. Also das kann man generell. Man braucht dafür eigentlich keinen Valentinstag. Und auch, um für den Partner was Schönes zu machen, braucht man nicht nur den Valentinstag. Also macht das vielleicht auch mal außerhalb von solchen Feiertagen. Ich bin auf jeden Fall euer Powerwort. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen. Ich mache heute was Schönes. Ich gehe mit meiner Freundin erstmal bowlen. Dann gehen wir Sushi essen. Wir haben auch heute unseren Refeed Day. Wer wissen will, was das Ganze bedeutet, der sollte auf meinem zweiten Kanal TomCatFit vorbeischauen. Den Link findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.